Herzlich willkommen zu diesem Hobby Granny Square Tutorial. In diesem Tutorial wirst du lernen, wie du diese einfachen Hobby Granny Squares nachhäkeln kannst. Dafür benötigst du ein Baumwollgarn in der Dicke 8,8, eine 4 mm Häkelnadel sowie einige Maschenmarkierer. Wir beginnen dieses Projekt mit einem magischen Ring. Falls dieser neu für dich ist, empfehle ich dir, es ein paar Mal zu üben, bevor du mit deinen Granny Squares beginnst. So, hier ist unser magischer Ring. Wir werden nun drei Luftmaschen anschlagen. Hier hängt es ein bisschen, aber wir schaffen das. Eins, zwei, drei. Perfekt. Der nächste Schritt besteht aus zwei Stäbchen, die wir in den Ring hineinhäkeln. Das ist das erste Stäbchen. Und das zweite. Perfekt. Und dann werden wir zwei Luftmaschen anschlagen. Eins und zwei. Nun folgt die nächste Stäbchengruppe. Wir werden deshalb drei Stäbchen in den Ring häkeln. Eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. In dieser Runde werden wir zwischen jede Stäbchengruppe zwei Luftmaschen häkeln. Wir werden diesen Prozess jetzt dreimal wiederholen. Das heißt, insgesamt entstehen vier Stäbchengruppen, also vier Ecken. Perfekt. Wir haben nun bereits drei Stäbchengruppen gehäkelt. Das heißt, es fehlt nur noch eine. Dafür müssen wir einmal zwei Luftmaschen anschlagen und dann folgen unsere drei Stäbchen in den Ring hinein. Wir sind fast am Ende der Reihe angekommen und das heißt, dass wir eine Luftmasche häkeln müssen und dann Anfang und Ende mit einer Kettenmasche in die dritte Luftmasche des Anfangs verbinden werden. Sobald dies geschafft ist, kannst du den Luftring strammen. Wir werden jetzt zu einer anderen Farbe wechseln. Wir haben uns hier für dieses tolle Sonnengelb entschieden. Beginne mit einer Anfangsschlaufe mit drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. In denselben Luftmaschenbogen werden wir jetzt zwei Stäbchen häkeln. Eins und zwei. Und danach folgen zwei Luftmaschen. Es folgen drei Stäbchen, immer noch in den gleichen Luftmaschenbogen, die dann am Ende die erste Ecke, also den ersten Eckbogen, bilden. Das sieht schon einmal sehr gut aus. Jetzt werden wir drei Stäbchen in den nächsten Eckbogen häkeln. Das war das erste Stäbchen. Das zweite. Und das dritte. Es werden wieder zwei Luftmaschen angeschlagen und danach bilden wir die nächste Stäbchengruppe, die aus drei Stäbchen besteht. Diese werden immer noch in den gleichen Luftmaschenbogen gehäkelt. Gut gemacht, das ist schon die nächste Ecke. Wir wiederholen diesen Vorgang viermal. Das heißt, am Ende hat unser Granny Square bereits vier Ecken und sieht damit schon wirklich aus wie ein Viereck. Sobald du am Ende der Reihe angekommen bist, verbindest du die beiden Enden mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche des Anfangs. Wir lieben bunte Granny Squares, deswegen wird der Faden nun wieder abgeschnitten und wir wechseln zu diesem traumhaften Pink. Die dritte Runde beginnt wieder mit drei Luftmaschen. Es folgen dann zwei Stäbchen wieder in den gleichen Luftmaschenbogen, sowie zwei Luftmaschen und danach drei Stäbchen. Hier haben wir die erste Ecke der dritten Reihe. In dieser Reihe werden wir jeweils zwischen jeder Ecke eine weitere Stäbchengruppe häkeln. Dies erfolgt in diesem Luftmaschenbogen. Also hier werden nun drei Stäbchen hineingehäkelt. An der nächsten Ecke werden wir wieder drei Stäbchen häkeln. Danach folgen zwei Luftmaschen und wieder drei Stäbchen.
Diese werden alle in den gleichen Luftmaschenbogen gehäkelt. Diesen Vorgang wiederholen wir nun dreimal und bitte, bitte denkt daran, dass wir zwischen jedem Eckbogen noch eine Gruppe von 3 Stäbchen häkeln müssen. Das ist ganz wichtig. Das war die Runde 3. Schnipp, schnapp, auf geht's mit einer neuen Farbe in die Runde 4. Orange! Wir beginnen wieder mit einer Anfangsschlinge und häkeln fast genauso weiter wie in der dritten Runde. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir nun zwischen jedem Eckbogen nicht eine Stäbchengruppe, sondern 2 Stäbchengruppen häkeln werden. Dies erkennt ihr auch daran, dass sich nun 2 Luftmaschenbögen zwischen den Ecken gebildet haben. Am Ende der Runde werden wir wieder eine Kettmasche in die dritte Luftmasche des Anfangs häkeln. Und weiter geht's mit der fünften Runde, natürlich in einer anderen Farbe. Wir beginnen wieder mit einer Anfangsschlaufe und dann geht es genauso weiter wie in der letzten Runde. Das schafft ihr! In dieser Runde haben sich nun 3 Luftmaschenbögen gebildet und in jedem dieser Bögen werden wir nun eine Stäbchengruppe häkeln. Das ist ganz einfach. Wir haben unser allererstes Granny Square geschafft. Klasse! Gib uns einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal. Weitere Inspirationen findest du auf hobby.de.